Ajay, was, wenn wir erwischt werden? Was? Du Idiot! Sei still! Konzentrier dich lieber! Ich geh lieber. Das ist mir zu riskant. Psst! Bleib hier! Ajay, von hier können wir weglaufen. Aber wer beschützt uns vor Nikita? Wenn du jetzt nicht deinen Mund hältst, rettest du dich vielleicht vor Niki. Aber nicht vor mir. Los, gib mir den Böller. Wenn wir diese Böller anzünden und reinwerfen, wird alles Essen, was im Hof steht, durch das Schießpulver versaut. Und sie werden keine einzige Bestellung mehr kriegen. Ajay, naja, der Plan ist sehr gut. Aber wenn sie uns erwischen? Halt den Mund und zünd endlich die Böller an. Sind das Knaller? Was ist denn hier los? Wo kommt denn der Lärm her? Ajay! Nein, das Gemüse und die Gewürze sind versaut. Und das Öl. Was, wenn das Zeug in das Öl kommt? Kommt schnell! Wo ist denn alles hin? Schori, alles ist... Oh Gott, die Hufe, das tut so weh. Ich hab's über der Haut. Hier sind so viele Böller. Ich wusste genau, dass Ajay und Rohit nicht aufgeben. Sie hatten was vor. Sie sind hier gewesen, um unser Lager zu ruinieren. Aber ich habe sie von der Terrasse aus gesehen. Meine Aufgabe war es, die Krähen zu verjagen. Das ist nicht viel Arbeit. Und weil ich nicht müde war, bin ich einfach auf die Terrasse gegangen. Du hältst mich für nutzlos. Aber das bin ich nicht. Schori, ja. Wer sagt, dass du nutzlos bist? So wie Soldaten die Grenze eines Landes bewachen, so bewachst du nun mal unser Haus, nicht? Man kann sogar sagen, du bist ein richtiger Superheld für uns, ne? Jetzt kann ich sicher sagen, dass er nach mir kommt. Und du? Möchtest du was sagen? Tut mir leid. Ich hab dich nicht gehört. Sag es nochmal lauter. Tut mir leid. Kommt jetzt. Lasst uns schlafen gehen. Ihr verschwendet scheinbar gern die Zeit. Wir haben morgen viel zu tun. Ab ins Bett. Liebe Göttin, ich hoffe einfach nur, dass morgen alles gut geht.
Sie ist also doch meine Schwiegertochter. Kommt jetzt. Hoffentlich ist diese schlechte Phase bald vorbei. Das ist mein einziger Wunsch. Ravi, ihr kommt mit der Rikscha und Vicky und ich, wir nehmen die Räder. Oh nein, 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 nein. Jivan und ich fahren mit den Rädern und ihr kommt mit der Rikscha. Dein Job war es, den Vertrag zu kriegen. Unser Job ist es, das Essen zu liefern. Also kommt ihr mit der Rikscha. Wollen wir? Wollen wir? Ja, los. Komm mit. Alles Gute, Shuria. Vicky, du bleibst hier. Ajay und Rohit könnten wiederkommen, also sollte jemand hier sein für den Fall. Okay. Ja, Vicky. Meg hat recht. Du bleibst hier. Wir kommen bald wieder. Hm? Gelobt sei die Göttin. Gelobt sei die Göttin. Komm jetzt los. Ja, komm. Gott sei mit euch. Geht's, meine Kinder. Jivan. Ja. Sag mal, gelobt sei die Göttin. Gelobt sei die Göttin. Was wird das denn jetzt hier? Lassen Sie uns durch, wir haben es eilig. Sie jetzt bitte Arbeit. Hören Sie doch auf zu streiten. Wir müssen dringend weiter. Lassen Sie uns durch. Die wollen uns nicht aus dem Weg gehen. Am besten, wir nehmen einfach den anderen Weg. Ist ein Umweg, aber wir haben keine andere Wahl. Der Stau hier wird sich nicht so schnell auflösen. Los, komm. Sind denn Shore und Mehek? Ich sehe ihre Rikscha nicht. Mach dir keine Sorgen, Jivan. Die sind gleich da. Shoreas Rikscha war doch direkt hinter uns. Wo können die bloß sein? Wir sind ziemlich schnell. Wir könnten einen Ferrari überholen, also Jivan, beruhigt. Mach keine Witze. Ich mach mir Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Wissen Sie, wo das Gebäude Link Garden ist? Ist es auf der gleichen Straße, auf der auch die Kirche ist? Haben Sie denn nicht die genaue Adresse? Nein, Sir. Uns wurde gesagt, dass das Gebäude ganz in der Nähe ist. Es tut mir leid, aber ich weiß es nicht. Fahren Sie jetzt bitte einfach weiter. Ja, aber irgendwo muss es doch sein. We'll be right back.
Irgendwas stimmt hier nicht, Jivan. Shorya, ich habe das Gefühl, dass irgendetwas schief geht. Fahrer, bitte fahren Sie schneller. Wir haben auf euch gewartet. Seht euch mal um. Wir haben einiges vorbereitet, um euch willkommen zu heißen. Hey, Mr. Sharma, wohin so eilig? Wir wollen das Essen mal probieren. Wir wollen mal sehen, was die beiden gekocht haben. Die Frauen der Familie haben euch gestern fertig gemacht. Shorya wird gleich hier sein. Besser ihr verschwindet. Ansonsten wird er euch fertig machen. Oh, Jivan. Du glaubst also allen Ernstes, dass ich vor Shorya Angst habe? Lass ihn herkommen. Dann werde ich ihn grün und blau schlagen. Naja, wir sind hierher gekommen, um euer Essen zu ruinieren. Also macht Platz, sonst werden wir euch alle eure Knochen brechen. Ihr zwei seid viel zu alt, um euch mit uns anzulegen. Hm? Wenn ihr es versucht, werden wir euch die Knochen brechen. Holt die Lunchboxen! Ravi und Jivan sind nirgendwo zu sehen. Ich glaube, die sind schon vorgefahren. Lieber Gott, mach, dass alles gut wird. Sag mal, betest du jeden Tag so viel, Kanta? Oder bist du nur nervös, weil heute ein so wichtiger Tag ist? Bete so viel, wie du möchtest. Aber mach dir keine Sorgen. Glaube mir, alles wird gut gehen. Ich weiß nicht, warum ich heute nur so nervös bin. Kanta, du bist schon seit so vielen Jahren Teil der Familie. Wahrscheinlich sorgst du dich deshalb so schnell. Wegen der Kinder, wegen der Älteren. Du sorgst dich immer wegen irgendwas. Nein, Mansi. So ein Gefühl habe ich nicht jedes Mal. Ich habe wirklich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Lass uns doch einfach mal nachfragen. Nehal, Liebes, ruf sie doch bitte mal an. Frag sie, ob sie angekommen sind. Holt sie euch! Hey, kommt uns nicht zu nah! Hey! Ich rufe mal Jivan an. Weder Dad noch Jivan gehen ans Telefon ran. Wisst ihr was? Ich rufe jetzt Mehek an. Geht er ran? Meine Onkel gehen nicht ran. Und Nehal ruft mich an. Was ist hier bloß los? Hey, ist heute Ihr erster Tag als Fahrer? Warum fahren Sie so langsam, verdammt nochmal? Geben Sie Gas! Wissen Sie, Mister, ich bin kein Superheld. Ich kann auch nichts für den Verkehr. Meg, bitte geh nicht dran. Wir müssen sie erst finden. Es geht einfach keiner ran. Da stimmt doch etwas nicht. Vielleicht sind Sie auch einfach nur zu beschäftigt. Mach dir bitte keine Sorgen, Kanta. Es geht bestimmt allen gut. Erst kommt Ajay zu uns und dann noch dieser Stau. Irgendwas ist immer. Hey, Sie. Halten Sie bitte an. Los.
Shoria? Hey, langsamer. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Nein, ist mir egal. Und jetzt kümmert euch um die Lunchboxen. Hey, du Schwein, du bist so undankbar. Meg, steig aus. Und du? Ich sagte, steig aus. Polizei! 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 Endlich kriegen wir, was wir immer wollten. Nur her! Heute töte ich dich, Shoria Kanna! Hadje, lass uns gehen. Zwölf Lunchboxen sind ruiniert. Sir, dieser Mann hat meine Rikscha gestohlen. Bitte entschuldigen Sie, das war ein Notfall. Sir, wir wurden angegriffen. Er wollte uns helfen. Tut uns leid, Sir. Wirklich. Alles in Ordnung. Es wurde nichts gestohlen, Sir. Möchten Sie Anzeige erstatten oder nicht? Sir, bitte, verzeihen Sie uns. Das war ein familiärer Notfall. Okay, Ma'am. Aber klären Sie diese Sache mit Ihrem Mann, hm? Okay, dann gehe ich. Alles ist ruiniert. Wir
Wir haben keine Zeit. Wie sollen wir die Lunchboxes ausliefern? Wir verlieren den Vertrag. Alles ist jetzt ruiniert. Alles ist ruiniert. Ich werde Ajay umbringen. Wir können nicht mal Essen von zu Hause holen. Wegen dem Verkehr. Alles ist ruiniert. Alles ist ruiniert. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir haben immer noch Zeit. Ihr nehmt die Lunchboxes und ich gehe. Wohin?